herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, ich bin ungeschminkt. Da müsst ihr jetzt durch. Ich habe Post bekommen und ja, also neben meinem täglichen Adventskalender werde ich natürlich auch ein paar andere Sachen noch mit euch machen. Und zwar habe ich gerade Post bekommen und das ist die Weihnachtsausgabe der Charmy Box. Das war ja vorher der Vegan Beauty Basket oder die Vegan Beauty Basket. Ne, der Korb. Egal. Auf jeden Fall hat mich das schon länger interessiert, aber irgendwie habe ich die nie bestellt. Und jetzt gab es eben diese Sonderbox hier, die ich übrigens ganz entzückend finde. Die sieht ja so ein bisschen aus wie so eine Matrioschka. finde ich wunderschön und ja, die musste ich einfach bestellen. Und ja, da schauen wir doch einfach mal, was hier so drin ist, oder? Ich bin total gespannt. So, wenn man den Deckel aufmacht, dann hat man hier ein schönes Bündelchen mit einer schönen festen Schleife. Das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier ein Kärtchen. Das ist eine Katze oder jemand in einem Katzen-Overall. Die hat ja so ein Häschen und auch ich liebe ja Vögel, ne? Also bei mir vom Fenster habe ich jetzt so Meisenknödel an den Baum gehängt. Die sind völlig durch am Drehen, die Vögel. So, dann haben wir hier eine Produktkarte. Das heißt, hier stehen die ganzen Produkte drin mit ihren Inhaltsstoffen. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber jetzt machen wir mal das Schleifchen auf. Das ist ein sehr, sehr schönes Santin-Schleifchen. Und das ist eingepackt in einem schönen, naturfarbenen Seidenpapier. Und dann haben wir hier den Blick in die Box. Ja, okay. Wir fangen an mit einem Beauty Made Easy. Ein Lip Balm. No Plastic. Das finde ich richtig gut. Clean Beauty, vegan, finde ich super. Da gucke ich mal direkt. Guck mal, wie süß ist das denn? Oh nein. Riecht nach Vaseline. Okay. Ah, man muss drücken. Man muss hier unten reindrücken, dann kommt es hier raus. So. Und dann fang man schön nochmal auf. Der fühlt sich sehr pflegend an. Ja, finde ich super. Und über das Muster brauchen wir auch nicht reden. Wo ist es denn jetzt? Hä? Okay, hier ist also so ein kleiner Pinguin. Genau. Und da sind Berge. Süß. Okay, dann haben wir hier Beauty Shot Botox und Beauty Shot Hyaluronen. You and Oil. Da schaue ich doch auch direkt mal rein. Das scheinen so Pipettenflaschen zu sein. Einmal Botoxöl. Da bin ich mal gespannt. Und einmal Hyaluronöl. Wie soll man das denn? Schaue ich mal direkt in die Produktkarte. Also der Lippenpflegeschift macht deine Lippen weich und zart. Pflege mit Kokosöl, Shea Butter und nährendem Marulaöl. Regeneriert trockene oder auch rüssige Lippen. Wappnet dich selbst für eisige Wintertemperaturen. Hinterlässt einen himmlischen weihnachtlichen Duft mit einem Hauch von Vanille. Das schmecke ich jetzt gerade nicht, aber ist egal. So, Beauty Shot Gesichtsöl. Okay, wir haben einmal Hyaluron. Das Gesichtsöl von You and Oil entspannt die Muskeln und macht die Haut elastischer. Der hohe Anteil an Lavendelöl verstärkt den Entspannungseffekt. Dank der enthaltenen hochwertigen Pflanzenöle wirkt es revitalisierend und straffend. Das Gesichtsöl ist sehr ergiebig und kann mit der Lieblingscreme oder mit dem Lieblingsserum vermischt werden.
Jeden Tag einen Tropfen mit der Lieblingscreme oder dem Lieblingsserum vermischen und auf das Gesicht auftragen. Um die positive Wirkung zu spüren, den Beauty Shot täglich über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen verwenden. Und bei dem Botoxöl, das Serum spendet Feuchtigkeit und pflegt, wird sowohl in den tiefen als auch in den oberflächlichen Schichten durch Hyaluronmoleküle hydratisiert. Ach so, ah, jetzt verstehe ich's. Da steht einmal Regenerierung und da steht einmal Feuchtigkeit. Jetzt verstehe ich's. Okay. Und da steht genau das Gleiche. Also man soll es auch mit dem Lieblingsgesichtsöl vermischen. Okay, gut. Dann haben wir hier eine Seife und zwar Zimt und Orange, würde ich sagen. Da rieche ich mal dran. Oh. Oh, das riecht. Oh, Wahnsinn. Das riecht wie Kinderpunsch, wie so ein. Ha. Oh, das riecht fantastisch. Das riecht so, so gut. Made in Italy. Organic Product. Vegan. Super, super, super. Eine biologische Seife mit extra nativem Olivenöl, Orange und Zimt. Ja, guck mal, habe ich. Ha, ich kann Italienisch. Wer sagt's? Okay, ja, die werde ich auf jeden Fall benutzen. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch etwas, das ist richtig schön eingepackt. Oh. Oh, das ist ein bisschen ausgelaufen. Okay. Ah, das ist auf jeden Fall Lavendelöl. Oh, okay. Ja, es ist ein bisschen, weil das so liegend, wer weiß, wie das geschüttelt worden ist, ne? Oh ja, das ist. Und zwar heißt das Sternenstaub, Lavendel und Weißtanne. Spray für Aura und Sinne. Ja, wunderbar. Oh, es ist ein Raumspray, ne? Und ich habe es mir wieder auf die Arme gekippt. Ja, genau. Okay. Lavendel. Ja, vor Gebrauch gut schütteln. Okay. Über den Kopf oder auf die Handgelenke sprühen. Ja, also. Das ist sehr gut. Ja, wunderbar. Ah, das. Ah, ich liebe solche. Ah, ich glaube, das werde ich mir doch dann überlegen. Und seht ihr hier, da ist ein bisschen was ausgelaufen. Aber das ist verschwindend gering. Das ist okay. Und dadurch, dass das sehr, sehr gut, auch in diesem, das ist so ein Zellstoff, gut eingepackt. Also. Wunderbar, ich freue mich sehr. Das ist eine sehr, sehr schöne Box gewesen und ich freue mich total. Danke für die Unterstützung. Ja, mache ich sehr gerne und ich denke mir, wir werden Freunde. Ja, ihr Lieben, das war mein Unboxing von der Charmy Box in der Weihnachtsedition. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut doch gerne mal auf die Webseite www.charmybox.de und da könnt ihr ja mal gucken, ob ihr vielleicht auch etwas findet, was euch gut gefällt. Die haben auf jeden Fall eine Box. Ich glaube, die kommt nur alle 2 Monate raus, so viel ich weiß. Ich packe das mal lieber wieder hier ein. Nicht, dass ich mir alles schmutzig mache. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall da mit etwas eingehender beschäftigen. Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf und bis zum nächsten Mal, ne? Bleibt bitte gesund oder werdet ganz schnell wieder gesund, denn das ist das Allerwichtigste. Und wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr Bock habt, mir täglich auf meinem Adventskalender zu folgen, der immer morgens um 7 Uhr kommt, immer so 10 Minuten bis eine Viertelstunde, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr auch ein Abo abschließen würdet. Weil, ne? Ich habe da zwar nichts von, aber ihr unterstützt mich trotzdem und da würde ich mich freuen. Ihr Lieben, passt bitte auf euch auf, ne? Und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi.